you move make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to der erste Vlog, den ich hier aus meinem Büro beginne. Möchtest du was trinken? Nee, danke. Ich habe keinen Durst. Vielen Dank. Ich wollte euch von einer richtig coolen Aktion berichten. Und zwar haben wir mitgemacht bei einem Spendenlauf von der Realschule. Und der junge Mann, der steht jetzt hier gerade und hat das Geld abgeholt. Und zwar Aktion gegen den Hunger. Und der junge Mann ist tatsächlich 15 Kilometer gelaufen. Ich habe 2 Euro pro Kilometer gespendet, also 30 Euro. Und wie viel Geld hast du zusammengesammelt? 533 Euro. Leute, ist das nicht cool? Sowas muss man definitiv unterstützen. Und deshalb wollte ich hier heute meinen Vlog beginnen. Nein, du darfst nicht in mein Video. Ich arbeite jetzt noch kurz was. Haushalt ist schon gemacht. Ich gehe jetzt gleich nach Hause und melde mich von daheim nochmal. Bis dann. Ich bin wieder zu Hause. Das Licht ist jetzt gerade nicht das Beste. Vorhin war es total dunkel im Büro, ne? Jetzt scheint voll die Sonne. Ich denke, wir werden später definitiv rausgehen mit der Bella. Ich wollte euch aber ganz kurz was zeigen. Ich habe mich so gefreut. Leute, ich habe mich so doll gefreut. Das ist gar nicht der richtige Ausdruck dafür. Der Postbote war da und hat mir ein Paket gebracht von Essie. Hey, das Lied ist doch schon mal genial, oder? Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Da sind diese Nagellacke drin. Oh mein Gott. Und nachdem ihr auch meine Lieblingsmenschen seid, so wie es hier drauf steht, werde ich davon definitiv einige verschenken. Ihr wisst ja, ich teile unheimlich gerne mit euch. Und so, finde ich, ist es auch richtig, wenn ich was testen darf, dass ich dann eben auch was an euch abgebe. Wir gehen jetzt mal gemeinsam in die Küche. Ich habe nämlich noch was ich euch zeigen möchte. Das darf ich auch testen und sehen wir uns gleich in der Küche. Und zwar darf ich diese Produkte hier testen von Fitvia. Ich habe es euch auch schon auf Instagram gezeigt, beziehungsweise auf Snapchat. Und deshalb wollte ich es euch hier auch gerne nochmal zeigen. Hier ganz, ganz viele Tees, mal im Überblick. Ich habe diesen hier schon getestet, der ist sogar fast schon leer. Das ist unser Lieblingstee. Dann habe ich diesen hier probiert und diesen hier haben wir auch schon probiert. Ansonsten habe ich auch schon dieses Müsli hier gegessen. Gerade heute Morgen habe ich das auch gegessen. Das finde ich so, so lecker hier mit diesen Kokosraspeln. Hier sind diese Himbeeren und hier war noch diese schöne Schüssel mit dabei. Das ist natürlich ideal, dann fürs Frühstück. Und ansonsten gibt es halt noch diese Müslis hier. Diese zwei verschiedenen. Ich bin gespannt. Das sieht auch sehr lecker aus. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ich liebe es. Am Wochenende mag ich das sehr, sehr gerne, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Und diese hier zum Beispiel, die liebt mein Mann. Die sind auch schon fast leer. Mein Mann, der ist so eine kleine Naschkatze. Habe ich euch auch erzählt. Also der hat jetzt leider nur noch 4 Stück. Die scheinen ihm sehr zu schmecken. Dieses Tee-Ei hier war noch mit dabei, finde ich auch total süß. Und mir gefällt halt diese Thermobottle in Rose Gold richtig gut. Und zwar ist die super edel. Ich mache sie gerade mal auf. Und zwar sieht es so aus. Hier ist dann dieser Sieb. Da packt ihr dann euren Tee rein. Mit einer Hand gar nicht so einfach. Jedenfalls kommt hier der Tee rein. Dann macht ihr das wieder zu und dann hier rein. Dann lasst ihr das Ganze eben ziehen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze eben auch mitzunehmen. Beziehungsweise, wenn ihr das zum Beispiel zu Hause habt, ihr fasst es an und verbrennt euch nicht, weil es außen kalt ist und innen heiß bleibt. Also eine wirklich sehr, sehr schöne Idee. Diese Thermobottle, und die finde ich auch richtig schön. Die ist ideal für unterwegs. Wenn man vielleicht spazieren geht mit den Kindern, hat man eine tolle Flasche mit dabei mit einem leckeren Getränk. Und ja, ich habe auch einen Rabattcode für euch. Ich blende den auch nochmal ein, beziehungsweise verlinke euch alles unten in der Infobox. Da könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen, falls euch irgendwas unklar ist. Auch zu den Inhaltsstoffen zum Beispiel. Da kann ich jetzt leider nicht alle durchgehen. Ich glaube, das wird euch jetzt ein bisschen nerven. Aber falls euch dazu irgendein Tee gefällt oder zusagt, könnt ihr gerne mal auf der Internetseite vorbeischauen. Mit meinem Rabattcode habt ihr die Möglichkeit, ab einem Bestellwert von 49 Euro 2 Überraschungspakete dazu zu bekommen, was ich richtig cool finde. Da freue ich mich voll für euch. Wie gesagt, schaut gerne mal dazu unten in der Infobox. Ich werde mir jetzt meinen liebsten Tee machen und zwar ist es dieser hier, mein Marshmallow-Tee, Marshmallow-Beauty-Tee. Um genau zu sein, meine Kinder lieben den auch. Der ist so, so lecker und da sind halt echt Marshmallows drinnen. Ne? Das ist so krass. Und das ist so schade, dass ihr nicht riechen könnt, wie gut es jetzt hier duftet. Aber ja, vielleicht
wird es ja auch euer liebster Tee. Also, ich bereite mir jetzt mal einen zu und dann würde ich sagen, warte ich auf meine Kinder und dann geht's raus, beziehungsweise es gibt erst Mittagessen und dann gehen wir eine Runde draußen spazieren mit der kleinen, feinen Bella. Die wartet nämlich schon, ne? Du wartest, ne? Naja gut, wenn es nach dir geht, du könntest immer Gassi gehen, ne? Heute ist so, so schönes Wetter. Der Frühling ist wieder da, im Herbst. Ich bin auch total frühlingshaft angezogen, schaut mal. Ich habe wieder meine Hose rausgeholt, die total dünn ist, aber es ist so angenehm. Oh mein Gott, ich liebe es. Da ist die Bella. Und wir gehen jetzt mal runter ans Wasser. Ich habe noch ein Besucherkind dabei. Lassie hat jetzt alles zusammengepackt, was zu trinken, sein Fußball. Jetzt sind wir gerade hier unten am Spielplatz. Und die spielen jetzt eine Runde Fußball und ich gehe runter ans Wasser mit Bella. Die Bella liebt ja Wasser, ne? Wie wahrscheinlich die meisten Labradore auf dieser Welt. Ach cool, da sind sie ja schon, die ganzen Kinder. Hi! Ah, da freut sich der Lassie. Da sind ganz viele Kumpels da. Schön. Also gut, dann sollen die jetzt mal Fußball spielen und ich gehe runter ans Wasser mit der Bella. Damit sie richtig schön Stöckchen holt und ausgepowert ist. Wie sie halt einfach mal losrennt, ne? Weil sie das Wasser sieht. Die ist so süß. Oh, jetzt hat sie gerade einen anderen Hund entdeckt. Scheinbar. Ja, da oben läuft ein anderer Hund. Hä, warum bellt denn die jetzt? Die bellt nie. Ach so, ah, da kommt gerade was angeschwommen. Schaut mal. Die Bella bellt nie. Die hörst du nie bellen. Nicht mal, wenn der Postbote kommt. Bella, ha? Ist ja schön aufgepasst. Hm, dass dir keiner das Wasser klaut, ne? Ja, ja, schon klar. Süß. Meine kleine Wasserratte. Weh, du schüttelst dich hier. Oh, Bella. Bella, Bella, Bella. Guck mal, wie ich jetzt wieder aussehe. Ja, hast du fein gemacht. Also, du bist so aufgeregt jetzt. Was ist denn los? Also gut. Ja, wir haben es verstanden. Jetzt schimpfen mich wieder alle, weil ich dir Stöckchen werfe. Oh. So ist fein. Ganz fein. Und bring. So. Oh Menno, wie die sich immer schüttelt. Jetzt bin ich überall. Hier. Da. Schaut mal. Überall. Voll mit Wasser. Du bist eine Freche. Da sind Schwäne. Schwäne, wollt ihr spielen? Ich glaube nicht. Schwäne. Bella, willst du spielen mit den Schwänen? Nee? Hm? Schaust schon, ne? Nach den Schwänen. Ah, Bella, glaub mir, die haben keinen Bock auf dich. Genauso wenig wie die Eichhörnchen im Wald. Und mein kleiner Torwart? So, die Jungs, die bleiben jetzt da. Die spielen noch ein bisschen Fußball. Die sind allerdings gerade oben und holen sich was zu trinken aus dem Auto. Bella, komm! Ich muss jetzt aber heim, weil der Luki von der Schule kommt und ich mache ihm schnell was zu essen. Und ja, möchte natürlich jetzt auch noch Zeit mit dem Luki verbringen, bevor ich zur Arbeit gehe. Ich melde mich von daheim nochmal. Ja, ich muss gehen. Also viel Spaß, Jungs. Danke. Ciao. Bella, komm. Bella, wir müssen gehen. Komm, auf ins Auto mit dir. Komm, geh. Jetzt hat er aufgehört. Der macht immer so komische Grimassen und bewegt sich so komisch gerade auch. Also wir sind zu Hause angekommen. Max, du musst mir die Musik leider ausmachen. Sonst bekomme ich Ärger mit YouTuber. Also, wir sind hier in der Chill-Out-Area von Max. Die hat er sich ja eingerichtet. Ich habe es euch das letzte Mal schon erzählt. Dieser Raum hier ist ja, von unserer Garage, also der hintere Bereich der Garage. Hier stellen wir eigentlich Winterreifen ab, Schlitten, alles Mögliche. Aber der Max hat jetzt das Ganze raus katapultiert
und hat sich hier seine Lounge reingestellt, die er eigentlich oben im Garten hat. Die müssen wir ja hier eh irgendwo unterkriegen, ne? Jedenfalls hat er sich das halt gewünscht, das hier zu machen, damit er seine Ruhe hat abends mit seinen Kumpels. Hier hat er sich auch einiges hingestellt. Ich bin leider noch gar nicht zufrieden vom Ergebnis. Er muss da noch ein bisschen was machen. Er hat sich hier sogar einen Vorhang hingehängt. Es ist unglaublich. Hier hat er sich Bilder bestellt. Ich glaube, die sind von Amazon. Max, sind die von Amazon gewesen? Ja. Okay, von Amazon. Hier hinten, die sind richtig schön auch. Die sind von Desenio. Und ansonsten, ja, hier hat er noch eine Heizung. Kann ich euch auch mal zeigen. Die sieht so aus. Auch von Amazon. Genau, die hat er auch von Amazon, damit sie nicht kalt ist. Weil in einer Garage ist es ja eigentlich nicht gerade geheizt. Max, was machst du? Die Musik ist doch gerade aus. Ja, der Max ist gut drauf. Jedenfalls wollte ich euch das noch ganz kurz zeigen. Ein kleines Update, aber wenn es komplett fertig ist, dann kann ich es euch gerne nochmal zeigen. Ja, das ist also die Jugend. Die Jugend von heute. Das Schränkchen hier, das ist glaube ich schon 20 Jahre alt. Das hat er sich angesprüht in Silber. Und dann hat er hier halt sämtliche Sachen draufgestellt. Bitte? In Chrom, ja. In Chrom, Entschuldigung. Das ist nicht Silber, das ist Chrom. Und dann hat er sich die Anlage von meinem Mann hierher geholt und die Boxen und so weiter. Aber wie gesagt, ich zeige euch dann das Ergebnis, wenn es irgendwann mal fertig wird. Max, wird es irgendwann mal fertig? Das ist schon fertig. Das ist lang noch nicht fertig, Kind. Das muss ja alles ordentlich werden. So können wir das nicht lassen. Also, ich gehe mal hoch zum Lucky. Immer wenn die Kamera dann an ist, dann hörst du auf, deine komischen Bewegungen zu machen, ne? Guck. Und da ist er, mein Lucky, ist gerade von der Schule gekommen. Jetzt gibt es gleich Essen für meinen Schatz. Und dann gucken wir nochmal über die Hausaufgaben. Ja. Geht ihr dann nochmal raus? Ja. Mit deinen Kumpels? Der Lucky, der will immer Fahrrad fahren. Der wünscht sich auch ein neues Fahrrad zu Weihnachten. Hier ein Bild, von dem ich vorhin erzählt habe. Von Desenio. Ich habe hier vorne noch mehrere. Ich wollte dem Lucky hier so eine schöne Wand machen, so eine Bilderwand. Mal gucken. Dazu brauche ich dann aber entweder meinen Mann oder den Max. Mal gucken. Oder den Lucky. Lucky kann mir natürlich auch helfen. Na, mein Schatz. Mhm. Okay, also, dann bereit du mal hier alles vor, deine Hefte und so weiter. Und dann kommst du nochmal hoch. Okay, mein Herz? Okay. Okay, bis gleich, mein Schatz. Und der Lucky hat jetzt auch zu Mittag gegessen. Und dann muss ich leider auch schon los. Ja. Das ist immer ein Stress bei uns, echt. Ich bin so froh, wenn ich einfach mal keine Termine habe. Und Urlaub ist leider auch lang noch nicht in Sicht bei uns. Wir haben einfach unglaublich viel Arbeit. Das nimmt auch kein Ende. Aber es ist okay. Wir haben es so gewollt, wir haben uns das so gewünscht. Und rumlamentieren gilt nicht. Ihr wisst Bescheid. Wir packen es an und wir schaffen es. Immer ein Lächeln, dann geht es schon. Wenn man fröhlich ist, geht alles. Ich bin gerade am Bahnhof, Leute, und schaut mal, wer da sitzt. Kennt ihr den? Ich kenne ihn ganz gut sogar. Ich glaube, das ist mein Kind. Ja, ist mein Kind. Willst du lieber fahren? Nee, ich bin etwas angepisst. Warum bist du angepisst? Ja, weil die Drecksbahn, ey, jedes Mal, wenn ich pünktlich bin, dann bin ich sogar 20 Minuten früher da. Was sagt die Bahn dann? Ja, eine halbe Stunde Verspätung. Ja, danke. Ja, Max, da kannst du die Was kommt als nächstes? Ich bin eine Minute zu spät. Danke, die Mann ist gerade losgefahren. Der Max ist einfach schlecht gelaunt jetzt, Leute. Piep! Das bleibt drin, das ist mir scheißegal. Nee, das kann ich nicht drin lassen, Max. Die haten mich. So Schimpfwörter sagst. Hast du Hunger? Ich hab gekocht. Ja, das ist gut. Das ist schon toll, wenn die Mama kocht, ne? Ja. Es gibt Salat. Quatsch. Ich habe lecker für dich gekocht, Max. Also, wir sind angekommen. Der Max ist sehr schlecht gelaunt. Und deshalb verabschieden wir uns mal hier an dieser Stelle von euch. Ne? Der Max darf einfach nicht mehr unten in der Chill-Out-Area schlafen, sondern in seinem Zimmer. Und wenn er das weiterhin macht, dann könnten ja das deine... machen wir nicht. Doch, dann könnten ja deine Eltern noch ein Geschwisterchen kriegen. Nö, 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 das ist keine gute Überleitung. Doch, weil wir haben ja ein Zimmer frei, wenn du unten schläfst in der Garage. Also, so machen wir es. Ich rufe direkt mal den Papa an. Okay, dann darf ich aber auch eine Wand einreißen. Eine Wand einreißen? Ja, habe ich ein größeres Zimmer. Leute, die Garage, ne?
egal, lass uns nicht drüber reden. Wir machen jetzt Schluss hier an dieser Stelle. Der Max isst jetzt was und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn der Max gut gelaunt ist. Ciao, ciao. Also, macht's gut. Ciao.